Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds. Wir arbeiten uns gerade hier voran an den Plünderern vorbei in die Arzneimittelkammer. Lager, in den Arzneimittelkammer. So, der, die das, keine Ahnung, ist mir auch egal. So, wir haben bemerkt, dass diese Waffe, die wir gerade hatten, scheiße ist. Wir nehmen lieber die hier. Weil die 10 mm hat mir auch sehr gefallen. Und ich würde sagen, wir schnüffeln erstmal hier in diesen Gebäuden rum. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwer noch versteckt. Hier haben sich immer wieder ein paar Leute versteckt. Deswegen gucken wir einfach mal so rein. Aber dass hier auch niemand sonst ist, dass wir das alles hier verlassen haben. Oh. Nehme ich alles mit. Mit Modulo in Ende. Ich kann Geld gut gebrauchen. Oh, Essen. Ich glaube, das wäre unsere eigentliche erste Anlaufstelle für Essen gewesen. Oh, Dietriche, ja. Damit kann ich noch mehr Leute beklauen. Oh, 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 oh. Was war das? Irgendein Zahnrad. Ich sollte mehr drauf achten. Und das hier habe ich immer noch nicht gehabt, wie ich hier rankomme. Ich habe 3 davon. Vom Flüsterrohr. Schwungrad, ein kleines Metallrad, das Metallgerät, das Rotationsenergie speichert. Wissenschaftsfakt des Tages, wenn du dich mal gefragt hast, warum funktionierende Robotereinheiten so viel schwerer umzuschubsen sind als ausgeschaltete. Hier ist die Antwort. Ah, okay. Verstehe. Ein Ring. Der ist ja nichts wert. ETF. Oh, kostet 0? Okay. Gyroskop, Spaßkanone. Fernkampfwaffenmod. Lauf erhöht den verursachten kritischen Schaden. Oh. Das ist was für die Sniper, aber ich will eigentlich eine Silent-Waffe haben. Da muss ich mich wohl entscheiden zwischen Sniper mit Schalldämpfer und Sniper, die richtig knallt. Oder vielleicht kann man noch mehrere Sachen ranmachen. Wir wissen es noch nicht. Wer weiß. So, leichte Munition, schwere Munition. Etwas zum Umboxen. Was ist das da eigentlich? 20? Ist das die Zeit? Ich weiß es nicht. Oder ist das mit Skill? Ich glaube, das ist mit Skill. Ja, Überbrückungsmodule. Nice. Oh, leichte Pistole. So, was haben wir denn hier? Sturmgewehr. Ein Sturmgewehr. So, so, so. Das gucken wir uns direkt mal an. Sturmgewehr. Langwaffe. Fähigkeit. Ist auch eine Langwaffe. Ja, cool. Dann kann ich dich mal auseinanderbauen hier. Das kann alles weg. Was ist das hier Hübsches? Zweihandwaffe. Kann weg. Halt, Moment. Zustand 100%. Wir sollten die erstmal behalten. Nur für den Fall der Fälle. Ja, nice. Hat sich schon gelohnt. So, können wir direkt ins nächste Haus? Ne, hier ist zu. So, die Frage ist, ob da drinnen noch welche rumhängen. Ja, wir hatten es gerade schon in der letzten Folge, dass die das nicht unbedingt mitbekommen, wenn ihre Kollegen abgeschlachtet werden. Und da ist ein Loch drin. Moment, kann ich damit... Achso. Wie komme ich denn da hin? Über die Rohre vielleicht? Übers Dach? Kann das hinhauen? Ich müsste noch höher. Ich glaube, höher komme ich nicht. Und ich glaube, den Sprung schaffe ich auch nicht. Kann man hier klettern? Ich weiß es gar nicht. So, auf jeden Fall schon mal nicht. Gucken. Ich kann mich abstoßen, ja. Na gut, vielleicht finden wir das nachher raus. Ups. Wie wir da hinkommen. Auf jeden Fall ein Loch in der Toilette. Vielleicht kommen wir da auf das Dach rauf.
Von da aus dann rüber. Ach, da waren die Minen verstreut, da gehe ich nicht hin. In letzter Sekunde noch dran erinnert. So, irgendwelche Viechers hier? Nein. Ja, safe. Wir haben gespeichert. Jedes Mal, wenn wir so eine Tür betreten, haben wir gespeichert. Das ist gut. Tschüss. Da waren mir ein paar zu viele. Und ich habe noch nicht den Damage dazu. Vielleicht soll ich die AK rausholen. Wäre eine Möglichkeit. Vielleicht haben die mich ja auch schon vergessen. Also speichern wir wenigstens nochmal. Wir speichern übrigens vor der Tür und nicht hinter der Tür. Ach, guck mal, die haben mich schon vergessen. Nice. Kann ich hier meinen Knüppel rausholen? Leiser geht's wirklich nicht. Oh, hallo. Hat niemand gehört. Schrei nicht so laut. Hey, ich will dein Loot. Junge. Gib mir dein Loot. Ich finde schön, dass man hier wenigstens Munition ohne Ende bekommt. Wer macht hier diese komischen Geräusche? Ich will dich töten. Oh. Leichte Munition. Wir machen selbstverständlich die Türen zu. Na, guck mal, da hängt einer. Noch ein Schwungrad. Dietrich. Bitmodul. Peppels. Nehme ich alles. Okay, Mausspülen hier. Da oben war auch einer, oder? Oder bist du alleine, mein Freund? Okay, oh Gott, da hat mich bemerkt. Oh, stirb einfach. Alles wird gut. Scheiße. Okay, wir lernen Waffe rausholen. Na komm. Ich glaube, jetzt haben wir hier den größten Mist eh rausgeholt. Zwei Stück sind da. Erstmal alles plündern. Alles mal Rüstungsteile, Frozen Dinner. Das ist, glaube ich, da, wo die Minen sind, ne? Okay, verhungern werden wir schon mal nicht. Wir könnten uns sogar mit Nahrungsmitteln mittlerweile heilen. Und die anderen waren oben, ne? Ja. Vier. Ich muss einfach, ich muss da sowieso rein. Ich könnte bestimmt auch noch einen Schlüssel organisieren. Sperrt. Ah, da war das Tier. Oh, ich werde dich finden, Kleiner. Es gibt bestimmt einen Schlüssel. Oh shit. Wie fucking tanky bist du eigentlich? Oh. Oh oh. Ja, mein Problem. Nein, ich habe ihn doch erwischt. Ich hab ihn doch erwischt. Okay, okay, okay. Ganz chillig. Wir müssen mit dem Knüppel durchgehen. Sonst schrecken wir alle auf.
Es ist uncool. Na gut. Holen wir den Knüppel raus. Und dann haben wir eine Menge Spaß. Ich nutze einfach die Gelegenheit. Oh. Komm her, Mann. Du musst dich töten. Du machst Geräusche. Wie schwer kann das sein, so ein scheiß kleines Vieh zu töten? Wir nutzen die Gelegenheit und gehen kurz raus. Einfach damit es gespeichert ist. Da können wir jetzt nämlich Blödsinn anstellen, wie wir mögen. Das ist der Plan. Mit einem Schalldämpfer wäre das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Mit einer schallgedämpften Waffe, die richtig krass stark ist. Oh, guck mal, wer da ist. Stirb doch! Wer mich bemerkt hat. Kleine Potsau. Wenn Ozeanflüsse das Herz und die Adern von Emerald Vale sind, dann ist Saltuna unser höchst profitables Blut. Diese fleischigen Fische leben im Ozean und wandern in der Paarungszeit die Flüsse empor. Saltuna sind Semmelpaar. Sie sterben also nach einer einzigen Fortpflanzung. Oh. Beide Tiere? Das ist der Zeitpunkt, an dem unsere verlässlichen Spacer's Choice Sammler ihre Kadaver aufsammeln, damit sie geputzt, verarbeitet, eingedost und direkt an eure Esstische geliefert werden können. Also sind wir Aasfresser. Oh, wie detailliert meine Hand ist. Ich finde das so geil. Oh mein Gott, Fallout kommt da an diese Grafik gar nicht erst ran, ey. Ah, die interessiert mich. Diese Darstellung bildet zwei mächtige Troglos ab und erfordert extensive Feldforschung. Wir bitten um einen Augenblick der Stille für die Forscher, die im Namen der Authentizität ihr Leben gaben. Glückwunsch. Myter, ein beinahe wissenschaftlicher Begriff für mutierte Köter, gibt es in ganz Emerald Vale in zwei unterschiedlichen Varianten, domestiziert und wild. Wilde Myter jagen in Rudeln. Domestizierte Myter können zwar loyal Begleiter sein, aber der Myter als solcher ist immer noch ein wildes Tier und sollte stets mit Vorsicht behandelt werden. Da ist noch nichts drin. Demnächst ergötzt euch an der großkrakigen Mantikönigin, die Herrscherin ihres Nestes, importiert von Terra 1, um euch zu erregen und eure Vorstellungskraft anzuheizen. Mantikönigin Terra 1 auf der Erde? Interesting. Da lebt ihr aber noch so ein Viech. Oh, hallo. Bewohners. Toxinabsorber. Falls ich mal vergiftet werde, ich verstehe. Rucksackmod. Das mit dem Rucksack muss ich auch noch irgendwie checken. So, ist hier ein Schlüssel vorhanden? Ich habe Cortana gefunden. Das habe ich gesehen. Hier war gerade was. Ich halluziniere doch nicht. Du entkommst mir nicht. Terminal benutzen. Nachrichten von Rosenberg. Liebe Mitarbeiter, der Schlüsselkartenencoder in der Lobby ist wieder funktionstüchtig. Im Idealfall sollte er nicht erneut durchbrennen und wildfremden Leuten Schlüsselkarten aushändigen. Sollte der Encoder einen weiteren Ausfall haben, können im Falle eines Verlustes Schlüsselkarten vom Direktor oder einem der Angestellten im Büro im zweiten Stock geliehen werden. Ah, in den zweiten Stock müssen wir also. Oder hacken wahrscheinlich. Lieber Auftraggeber, dieser Brief bezieht sich auf deine Anfrage über eine ausgewachsene Mantikönigin. Wie du wahrscheinlich weißt, haben unsere Kundschafter eine wunderschöne neue Art in der Wildnis entdeckt. Wir haben auf deine Zustimmung hin ein Team höchst spezialisierter Jäger ausgesandt, um sie für dich zu töten. Da merkt man, dass es
recht spärlich aus dem Englischen übersetzt worden ist, weil im Englischen haben sie keine persönliche Anrede. Deswegen duzen die sich da gerade. Wir müssen dich bedauerlicherweise darüber informieren, dass das gesamte Team ums Leben gekommen ist. In Kürze übersenden wir dir, wie vertraglich vereinbart, unsere Rechnung für die Grabgebühren der verstorbenen Jäger. Darüber hinaus verlangen wir einen Ausgleich der entstandenen Kosten für die beschädigte, zerstörte, verdaute, korrodierte und verspeiste Ausrüstung. Vielen Dank für deine Unterstützung. Lass mich diese Gelegenheit nutzen, um dir 10% Rabatt auf eine weitere Jagdmission anzubieten. Ich freue mich, von dir zu hören. Mit freundlichen Grüßen, Jagdgesellschaft. Direktor Pickel, ich muss deine Beschwerde aufgeben. Deine Besserwisserheit von dieser Mantikönigin verschwendet wertvolle Ressourcen und hält die Entwicklung der gesamten Ausstellung zurück. Das muss sofort aufhören. Wir müssen in den zweiten Stock. Oder wir gucken mal kurz an das Terminal, was da hinten ist. Falls ich nicht dabei gestört werde. Vielleicht soll ich zuerst die da oben ausschalten. Wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ernsthaft? Ich habe ihn nicht getroffen? Erste Hilfe Zimmerschlüssel, ja. Das wollte ich doch. Nichts anderes. Alter, wie ich den nicht getroffen habe. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Ja, ich hätte mich aber schon auf Assassination Skills gefreut. Aber vielleicht kommt das ja noch. Oh, hier war auch eine Treppe. Lol. Ihr lernt es auch nie. Hä? War ich hier überhaupt? Ja doch. Aber das habe ich übersehen. Na gut, was haben wir hier? Oh, aus der vergessenen Loot. Bits. Rüstungsteile. Oh. Ja, nee, das wird höchstwahrscheinlich für diese Tür hier dienen. Ich verschwende nichts umsonst. Waffenteile, nice. So, oh, Zeugs. Und was ist das? Ein Betäubungsschlagstock. Oh, schon wieder. Und die Medizin. Okay. Fernkampfwaffen. Wir müssen mehr Schaden reinhauen. Viel mehr Schaden reinhauen. Viel mehr Schaden. So, maximale Durchdringung, durch rüstungsdurchdringender Schaden plus 10%. Das ist nicht schlecht. Wir gehen zuerst darauf und dann gehen wir auf Tarnung wieder. Ich denke, das ist eine gute Idee. Nö. Wir wollen sie alle one-hitten. Wir müssen alle leiden. Okay, somit können wir wieder zurück. Borstwurst. Oh, wer will denn von diesem Tier irgendwas essen? Alter, das ist doch nur Fett. Was ist das da? Ist das mein Schiffchen? Oh, ich hab dich bestätigt, ne? Sehr schön. Vorteile. So, du bist seit deiner Stasis gesünder geworden. 50% Grundleben ist natürlich nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Gehgeschwindigkeit, Sprintgeschwindigkeit, Waffenrüstung, Haltbarkeitsverlust. Vom Begleitern, da wende ich mich von ab. Was habe ich hier eigentlich? Schauen, wenn du alleine bist. Ja, ist perfekt. Grundrüstungswert. Tragekapazität. Ist vielleicht nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Wofür entscheide ich mich? Haltbarkeit. Schneller laufen. Grundleben. Gehen wir hier rauf. Was brennt da fröhlich vor sich hin? Das ist eine Fabrik.
Ich höre Viechers. Komm, bevor wir jetzt irgendwo random hingehen, möchte ich dieses Gebiet erstmal abschließen und dann erkunden wir. Vorher dich. Ich weiß zum Beispiel, dass da hinten noch ein paar Raiders rumlaufen. Da können wir später hin. Aber ich find's cool, wenn es jetzt dunkel wird. Oh, guckt euch an, wie wunderschön dieses Spiel einfach ist. Ich wünschte, wir könnten schon durch die Welten reisen. Verschiedene Welten erkunden. All das ist ja wohl enorm geil. Da wäre ich als Stubenhocker, würde sogar rausgehen. Bei sowas. Wie fucking geil das einfach ist. Alter Schwede. Naja, das wird aber noch ein paar Millionen Jahre dauern. Wenn wir so lange leben. Also nicht ich. Ich werde keine Millionen. Leider. Aber die Menschheit an sich, meine ich, ne? Ich hab's nicht bestätigt. Oh. Vielleicht sollte ich auch Geschwindigkeit. Ich weiß es nicht. Jetzt zeige ich ihn wieder. 25% mehr Zeit. Ah komm, gehen wir auf Leben. Scheiß drauf. Leben kann man immer gebrauchen. Vor allem mit diesem Modus. I've been feeling pretty low these days. Hey. Hello. Oh, sweet merciful law. A marauder's in my domicile. Oh. Hey. Oh. Nein, das soll ich machen. Ich habe ja gerade theoretisch gespeichert, ne? Oh, law, please don't eat me. I got scrumbox and chalkstones. You don't want none of that. Oh, wait. It's just you. Nurse killed me with fright. At least I know I ain't hallucinating. You need something? Ich habe die Medizin, die du wolltest. Let's see it. Don't keep us waiting. Bitteschön. Sweet life-giving nostrum. The first hit's always the best. Scratched together all the bits I had around the domicile. It ain't as much as you deserve, but it's all I got. Ja, komm. Überzeugen, ich habe mein Leben riskiert. Stimmt nicht, du hast ein Geheimnis und Geheimnisse gibt es nicht umsonst. Das ist meine Art. You'd really sprat me out? For what? A couple extra bits? Here, take it then. Dankeschön. Geht doch. Genau so wollte ich das haben. Und ich muss leider meinen Helm ausziehen, ne? Reicht denn, wenn ich meinen Helm ausziehe? Wir werden es herausfinden. Hallo, wer möchte mit mir reden? Almost lost a finger in the cannery today. We should keep our voices down. I don't have time for this. Okay. Nur den Helm ausziehen, perfekt. Gut, was machen wir als nächstes? Tagebuch. Stirb, Roboter. Sprich mit Reed. Ludwig möchte, dass du im Geothermalkraftwerk eine äußerst wichtige Mission erledigst. Aber um ins Kraftwerk zu gelangen, benötigst du das Passwort von Reed Thompson, dem Anführer von Edgewater. Da müssen wir eh hin. Hey, you hear about Wilson? So, hier waren wir ja schon, ne? Ja, hier waren wir schon unterwegs. Mr. Reed Thompson, hier bin ich. So. Hier waren wir doch schon mal, ne? Stimmt. Ich glaube, wir sind halt nur mit dem Fahrstuhl noch nicht gefahren. Dann tun wir das mal, aber nicht mehr heute, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder genau hier beim Fahrstuhl. Dann fahren wir nach oben und sprechen mit dem Boss. Haut rein, euer Zero. Tschüss.